Der Rasthof Oldenburger Münsterland gehört mit zu den ältesten Autohöfen entlang der niedersächsischen Autobahn 1. Das Rasthaus wurde bereits im Jahre 698 erbaut. Mitte der 1970er Jahre wurde die Anlage ausgebaut und wenige Jahre später entstanden auch die 300 Lkw-Stellplätze. Der heutige Betreiber war zu dieser Zeit schon leitender Angestellter. War manchmal vor Ort, hab mitgekämpft oder natürlich auch hauptsächlich im Büro. Und konnte dann 1999, ja, man hatte es von klein auf gelernt, hier einsteigen als Pächter. Viele Anekdoten haben sich im Laufe der Jahre angehäuft und hier fühlen sich die Fernfahrer wohl. Vor allem 2/3 der Belegschaft arbeiten schon mehr als 25 Jahre am Autohof Vechta. Es hat sich automatisch ein persönlicher Bezug aufgebaut, ja, ob man jetzt den Horst meint, ja, oder den Hans oder den Wilhelm. Es ist einfach, es macht Spaß und man freut sich immer wieder, die Leute gesund anzutreffen. Apropos Horst, ihr habt sogar ein Menü auf der Karte, das habt ihr nach einem Fahrer benannt. Was ist denn daran? Ja, das ist der California Horst, nicht? Und er hat nun mal immer sein California gegessen und wir machen es heute immer noch gerne. Und das steht auch jetzt so auf der Karte? Ja, genau so. Horst? Horst California. Und was hat der Fahrer da gesagt, als er das gelesen hat? Der hat sogar mal die Speisekarte mit nach Hause genommen und hat es seinem Nachbarn gezeigt. Weil er das natürlich nicht glauben wollte. Für die Fahrer ist es ein zweites Zuhause. Die Gemütlichkeit lädt einfach zum Bierchen ein. Ja, weil ich mich hier wohlfühle. Man trifft hier Kollegen. Und deswegen. Das ist in den anderen hier nicht so. 15 Jahre. Und warum? Ja, weil das hier preisgünstig ist. Essen ist gut. Wie lange komme ich hier rein? 30? Nee, 30 nicht, aber 25 Jahre. Auf anderen Autohöfen hat man schon manchmal eine Enttäuschung erlebt, was die Sauberkeit zum Beispiel betrifft oder auch die Freundlichkeit der Bedienung. Und da bin ich hier nie schlecht gefahren. Also ja, da ist hier, weil erstmal sind die alle nett, die Leute, die Bedienungen und sowas. Und dann hier auch die sanitären Einrichtungen sind alle gut. Ja, deswegen kommt man schon hier hin. Die kennen mich alle hier und das ist gut so. 5 € zum vollen Verzehr zahlt der Lkw-Fahrer für das Parken. Das Motto im Oldenburger Münsterland heißt Frische in der Küche. Dosenfutter ist wirklich tabu. Das heißt also, die Erbsen und Möhren, die geliefert werden, die sind nicht, die kommen noch aus der Dose. Aber zum Beispiel der Salat ist hausgemacht und kommt nicht aus dem Eimer. Kein Convenience-Produkt, bitte. Ja, wie manche meiner Kollegen das meinen, auf den Tisch bringen zu müssen. Vom heimischen Bäcker frische Brötchen oder Brot auf den Tisch. Auch die Empfehlung aus der Küche kann sich sehen und schmecken lassen. Reichlich heißt das Motto und zur Not gibt es auch noch einen Nachschlag. Hier empfehlen wir uns den Fernfahrerteller mit Schweinerückenschnitzel, mit Kräuterschmorzwiebeln, Speckblümchen und leckeren Bratkartoffeln. Ist besonders zu empfehlen, weil es lecker ist, ja. Unser Autohof des Monats, jetzt im aktuellen Fernfahrer. Und zum Testen gibt es einen Gutschein über 3,50 €.